Und damit willkommen zu einem weiteren Diablo 3 Guide von mir. Wir befassen uns erneut mit dem Dämonenjäger, dieses Mal mit einem etwas älteren Bild, und zwar dem Sentry DH, dem Geschützturm-Dämonenjäger. Moment, ich sehe gerade, ich habe keine Smaragde in meinem Brustschutz. Das ist arg fahrlässig. So, das ist noch einmal schnell korrigiert. Oder auch als Marauders DH bezeichnet ist dieser Bild. Und zwar brauchen wir die Ausstattung des Marodeurs mit allen Teilen außer Brust. Mir fehlt noch irgendwas. Ah, verdammt, ich hätte mal meine Ausrüstung überprüfen sollen, bevor ich auf Aufnahme gehe. So, jetzt haben wir es. Und zwar brauchen wir Stiefel mit Splitterfallschaden, ganz wichtig. Beinschutz, Kopf mit nach Möglichkeit Crit-Chance und Splitterfallschaden, war hier jetzt nicht möglich, weil ich die Crit-Chance noch drauf machen musste. Schulterschutz mit Geschützturmschaden und die Handschuhe mit den üblichen Statuswerten. Da sehe ich gerade, habe ich keinen Crit-Schaden drauf. Das korrigiere ich noch einmal schnell, während ich weiter laber. Obwohl, Moment. Komm, Mädel, gib Crit-Schaden. Gib Crit. 41%, ja, reicht erstmal. Dann, was brauchen wir noch? Wir brauchen die Geisterstunde. Ein klassischer Gürtel für Angriffsgeschwindigkeit und kritischen Trefferschaden. Dann das Wickeltuch des Seelenernters mit Feuerschaden drauf, um unsere Ressource immer schön voll zu halten. Dann ein Amulett mit, ja, variabel Crit-Chance, Crit-Schaden und Geschicklichkeit oder Feuerschaden. Dann, und jetzt kommen zwei Möglichkeiten, den Bild zu spielen. Ich kann leider nur eine davon zeigen. Kann man alternativ den Aschemantel ablegen und stattdessen den Brustschutz des Marodeurs anlegen und wieder mit Focus und Restraint, also mit diesem Doppelring-Set spielen. Kann ich jetzt hier leider nicht machen, weil ich den Brustschutz des Marodeurs nicht mehr habe, aus Gründen, die ich nicht verstehe. Von daher spiele ich das jetzt etwas anders, ist aber genauso stark. Wir nehmen den Aschemantel, der einerseits Feuerschaden gibt, andererseits die Ressourcenkosten von Feuerschadenfertigkeit nur bis zu 30% reduziert. Zusätzlich drauf haben sollte das Ding Geschicklichkeit und ich habe jetzt den seltenen Luxus, dass 14% Geschützturmschaden drauf war. Ich konnte also noch die Socke drauf machen. Das ist der Best Case sozusagen, Feuerschaden, Geschicklichkeit, Geschützturmschaden, Sockel. Besser geht's eigentlich nicht, denn brauchen wir in diesem Fall natürlich den Ring des königlichen Prunks, um das Set voll zu bekommen. Und ich habe jetzt einfach noch die Zusammenkunft der Elemente. Ist immer ein guter Ring. Vor allem, weil ich hier halt das Glück habe, den Buff mit 200% maximal zu haben. Fällt mir gerade auf, dass der maximal ist. Ist ja geil. Hab ich gar nicht bemerkt. Ha. So, da noch einmal schnell korrigiert. Mein Gott, ich merke, dass ich die Ausrüstung gerade erst zusammengebastelt habe, weil noch überall die Verzauberungen fehlen. So, wichtig ist hier Waffe und Köcher. Vor allem der Köcher. Rucksack des Bombenschützen. Ganz wichtig, ihr könnt zwei zusätzliche Geschütztürme gleichzeitig aktiv haben. Wichtig. So, dann die Waffe. Der Kryder-Schuss. Mega geiler Bogen, kennt jeder. Elementarfall wird zu einem Hasserzeuger statt zu einem Hassverbraucher. Das heißt, wir können jetzt Elementarfall Dauerspam und den sozusagen als Ressourcenerzeuger nutzen. Als legendäre Edelsteine empfehle ich Zeiss Stein der Rache. Bis zu 6,5% mehr Schaden pro 10 Meter, die zwischen uns und unserem Ziel liegen. 32,5% mehr Schaden bei 50 Gegnern ist der maximale Bonus. Chance von 20% bei einem Treffer, einen Gegner für eine Sekunde zu betäuben. Harmoniert sehr schön mit dem Verderben der Gefangenen, dass nämlich Gegner, die von Kontrollverlusten betroffen sind, wie zum Beispiel betäuben, 29,7% mehr Schaden erleiden lässt. Und als letzter Gem der Vollstrecker, der den Schaden unserer Diener, nämlich der Geschütztürme, um 29% erhöht. So, nun die Skillung. Wir benutzen die Fertigkeit Maßanfertigung, was es uns ermöglicht, einen weiteren Geschützturm aufzustellen. Hinterhalt, Gegner mit mehr als 75% Leben erleiden 40% mehr Schaden. Die Nahtoderfahrung und die Fähigkeit Ballistik, die Raketenschaden erhöht und uns eine Chance von 20% gewährt, beim Angriff Zielsuchraketen mit 150% Waffenschaden abzufeuern, die dann natürlich auch nochmal um 100% verstärkt werden. So, jetzt ist natürlich die Frage, spielen wir den Bild über Feuer oder über Kälte? Das sind die beiden Möglichkeiten, die man hat. Ich stelle heute nur Feuer vor, weil mir das Gear für die Kältebild fehlt. Vielleicht hole ich das noch nach, wenn ich den habe. Muss ich mal gucken. Wir nehmen als Ressourcenerzeuger den Elementarpfeil mit der Rune Brandpfeil. Feuerpfeil, der explodiert und 300% Waffenschaden als Feuerschaden verursacht und nochmal den Boden in Brand steckt, was innerhalb von 2 Sekunden nochmal 315% Waffenschaden als Feuerschaden verursacht. Benötigt Bogen oder Armbrust, okay. Splitterfeil auf alles vorbereitet. Feuert einen Splitterfeil ab, der beim Einschlag 770% Waffenschaden verursacht und 4 Granaten abwirft, die jeweils nochmal 200% verursachen. Das sind diese Fähigkeiten. Elementarfeil,
Splitterfall. So, Rauchwolke mit aus den Augen. Eine Sekunde unsichtbar, 100% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Damit können wir, wenn es etwas kritisch wird, mal schnell abhauen. Rache mit Groll. 10 Hass pro Sekunde ist, wenn unser Hass mal knapp wird, können wir mit Flankenkanonen und Zielsuchraketen feuern. Und erhalten 10 Hass pro Sekunde. Zielsuchraketen wieder durch unsere Passive verstärkt. Der Gefährte mit dem Wolfsgefährten führt in 10 Sekunden 30% Damage Boost. Und jetzt wird's lustig, ihr werdet euch vielleicht wundern, hä, Kältefertigkeit? Ja. Man spielt den Geschützturm hier sehr gerne mit der Polarstation, denn die Polarstation umgibt sich mit einer Aura, die Gegner verlangsamt. Das hat den Grund, dass wir dadurch das Verderben der Gefangenen auslösen, dass ja Gegner, die verlangsamt sind, so und so 4% mehr Schaden erleiden lässt. Fällt mir gerade auf, dass ich hier Bockmist bei den Passiven gebaut habe. Hier muss jetzt nämlich Auslese rein. Verlangsamte Gegner erleiden 20% mehr Schaden. Also passive Auslese, Bewusstsein, Hinterhalt, Maßanfertigung. Entschuldigung, mein Fehler. So. Genau, und die Geschütztürme können wir 2 durch die Passive beschwören. Also 2 durch die Fähigkeit, 1 durch die Passive und 2 nochmal durch unseren Köcher. Hier seht ihr jetzt die Zahl 3. Es sieht nämlich so aus, wir erhalten alle 8 Sekunden eine Aufladung und wir können bis zu 2 Aufladungen gleichzeitig verfügen. Mit unserer passiven 3. Wichtig, 3 Aufladungen können wir haben, 5 Türme können wir hinstellen. Das heißt, wir können jetzt diese 3 instant platzieren. Ich zeige das einmal. Nein. Das werde ich gut, ich habe es jetzt ineinander gestellt, aber trotzdem sind 3 aktiv. Und wenn wir jetzt... Gut, was jetzt der Sinn des Ganzen ist, ist das Set des Marodeurs. Set Bonus 2. Beim Einsatz von Gefährte werden alle Gefährten gerufen. Das hatte ich gar nicht erwähnt. Es werden alle Gefährten gerufen und wir erhalten auch die passiven aller Gefährten und auch die aktiven Fertigkeiten aller Gefährten. Das ist eine ganze Menge. Ich zeige das einmal kurz. Spinnengefährte zum Beispiel. Passiv Spinne wird beschworen, die Gegner verlangsamt. Aktiv Gegner im Radius 25, 5 Sekunden um 80% verlangsamt. Das kriegen wir. Zusätzlich die Fledermaus, die aktiv 50 Hass erzeugt und passiv einen Hass pro Sekunde gibt. Der Ebergefährte, der aktiv Gegner verspottet und passiv uns 5000 Leben pro Sekunde und 20% Widerstände gegen alle Schadensarten gibt. Dann den Frettchengefährten, die aktiv alles an Heilkugeln und Gold um uns herum aufsammeln. Das kann sehr nützlich sein, wenn wir in brenzlichen Situationen sind. Und uns passiv 10% Goldfund und 10% Bewegungsgeschwindigkeit gibt. Und zuletzt der Wolfsgefährte, der uns aktiv 30% mehr Schaden für 10 Sekunden gibt. All diese Buffs erhalten wir gleichzeitig. Das ist der erste Set-Bonus. Der zweite ist, Geschütztürme wirken eure hassverbrauchenden Fertigkeiten zur gleichen Zeit wie ihr. Das heißt, in dem Moment, wo wir Feuerpfeil oder... Splitterpfeil abfeuern, tun unsere 5 Türme das auch. Und eure Hasserzeuger sowie Elementarpfeil, Charkam, Aufspießen, Mehrverschuss und Splitterpfeil verursachen für jeden aktiven Geschützturm 100% mehr Schaden. Das heißt, wenn wir 5 Geschütztürme stehen haben, verursachen die Fähigkeiten 500% mehr Schaden. So, wie sieht das Ganze jetzt in der Praxis aus? Das will ich einmal zeigen. Ich starte einmal ein Portal. Der Bild ist inzwischen von der Stärke her überholt, aber ich finde ihn trotzdem noch ziemlich cool. Deshalb wollte ich unbedingt nochmal einen Guide drum machen, weil lange Zeit war es halt das Nonplusultra. So, wir stellen jetzt mal die Türme auf. Zack, zack, zack. Ihr seht schon, die Türme feuern in dem Moment, wo wir es auch tun. Ich habe nicht genug Hass. Macht jetzt nicht den Murder-Damage vom Herrn, aber es ist ein relativ witziger Bild, wie ich finde. So, mal kurz 3 Türmchen aufgestellt. Und ja, ihr seht schon, wir feuern einfach unsere Fähigkeiten kreuz und quer durch die Gegend. Unsere Türme machen es auch. Unsere Türme feuern sogar automatisch mit Frostpfeilen, guck mal. Ich kann jetzt nochmal 2 Türme aufstellen. Unten über unserer Schnellleiste seht ihr jetzt die Zahl 5, also wir haben tatsächlich 5 Geschütztürme gerade aktiv. Ihr seht schon, was das für ein Kreuzfeuer hier wird. Wie das, was ich eigentlich mache, ist wirklich nur, ich stelle die Türme auf, Feuer, Brandpfeil, wenn unser Hass... leer ist, wenn unser Hass voll ist, feuer ich mit Splitterpfeil. Ist einfach zu spielen und extrem stark.
war lange Zeit zu stark. Wurde deshalb ein bisschen geschwächt. Früher war das Set nämlich so, dass die Geschütztürme die Hassverbraucher einfach von sich aus einsetzen. Sobald sie Gegner sehen, feuern sie einfach. Und wir selbst konnten uns daneben stellen und zugucken. War so ein bisschen der faule Leutebild, weil man wirklich aktiv eigentlich nichts machen musste. Man hat halt die Türme hingestellt und hat gewartet, bis die Gegner umgefallen sind. War halt sehr einfach. Ich habe nicht genug. Aber auch so ein bisschen, ja, faul kann man sagen, weil man muss halt wirklich nichts machen. Du hast die Türme hingestellt, hast gewartet, bis die Gegner tot sind. Das wurde auf die Dauer halt echt langweilig. Nicht genug Hass. Ich muss mich erholen. Im Endeffekt ballert ihr die Gegner einfach mit einem Kreuzfeuer aus allen Richtungen einfach nur kaputt. Ich nicht tun. Ich fühle mich wieder wohl. Ihr seht schon, wie die Gegner umkippen, also machen enormen Schaden. Vor allem der Rift Guardian, gleich wird innerhalb von Sekunden fallen, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich habe nicht genug Hass. Eure Furcht verhält euch. Ja, ihr seht schon, der Bild ist ziemlich stark. Aber die Türme haben eine enorme Reichweite. So. Jetzt gucken wir mal, wie schnell der geht. Das wäre nicht sehr weise. Und weg. Ich muss zurückkehren. So, und jetzt überlegt mal, ihr spielt das noch mit Focus und Restraint und kriegt nochmal diese 250% Buffs. Überlegt euch mal, wie viel Schaden das macht. Gut. Ja, das war ein kurz und knackiger Bild zum Sentry DH, zum Geschützturm Dämonenjäger. Ein, wie gesagt, schon inzwischen veralterter und überholter Bild. Der Vollständigkeit halber wollte ich ihn aber ganz gerne bei meinen Guides dabei haben, weil es einfach ein mega geiler Bild ist, der früher unglaublich overpowered war. Inzwischen sind halt die anderen Builds, die es beim Dämonenjäger gibt, die ich auch auf meinem Kanal hier schon vorgestellt habe. Wer das sehen möchte, sind die, glaube ich, die ersten drei Guides, die ich hier hochgeladen habe zum Unholy Essence Set und zum Natalia Set. Die Builds sind leider inzwischen einfach stärker als dieses Set hier, deshalb wird es nicht mehr gespielt. Was ich eigentlich schade finde, weil es super Spaß macht und mega geil aussieht. Wie gesagt, das ist meine Weise, diesen Build zu spielen. Es ist keine offiziell allgemeingültige. Es gibt keine offizielle hundertprozentige Spielweise für den Build. Das ist einfach so etwas, was ich so für mich im Laufe der Zeit rausgefunden und perfektioniert habe. Wie immer, wenn ihr Verbesserungsvorschläge zu den Builds habt, Anmerkungen, was man besser machen könnte, welche vielleicht einen besseren Edelstein oder sowas, oder ein paar andere Runen, bessere Erfahrungen mitgemacht hat, oder allgemein einfach andere Erfahrungen gemacht habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Feedback zu den Guides, auch allgemein, wie ich die präsentiere, ob ich zu schnell rede, zu laut, zu undeutlich, ob ich nuschel, ob ich die Gegenstände zu schnell zeige. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Feedback. Wir sehen uns im nächsten Guide wieder. Haut rein, Leute. Ciao.